Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog. Service, Nachrichten und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. VW hat es bestätigt, der E-Buggy kommt. Dann gibt es neue Preise bei ihren BW und EWE. Und ich möchte euch einige Videos empfehlen von Björn Nyland zum Thema Audi e-tron. Diese und weitere Informationen gibt es in der heutigen Sendung. Insgesamt wird das Video heute relativ kurz, denn ich bin gerade auf dem Sprung zu einem neuen Auftrag. Ich werde mir einen ganz besonderen Tesla angucken, einen, den endlich alle sich leisten können. Aber ihr werdet sehen, worum es geht. Das Video kommt dann in den nächsten Tagen. Fangen wir erstmal mit der, würde man sagen, interessantesten Nachricht an. Gerade wenn es jetzt um etwas alternative Elektroautos geht, und zwar bestätigt VW die Entwicklung eines E-Buggys auf der Elektroauto-Plattform, also MEB-Basis. Der wird wohl auch zum Genfer Autosalon Anfang März vorgestellt. Insofern gibt es dann auch für den Beach Boy endlich das passende Auto. Ich bin echt gespannt, was da auf die Beine gestellt wird und wie das Fahrzeug dann aussieht, wie es fahrbar ist und die entsprechenden technischen Rahmenbedingungen. Seinerzeit gab es ja auch von Smart einen, ja, im Prinzip Buggy. Den fand ich auch ganz interessant, auch wenn er natürlich in Deutschland eher unpraktisch ist. BYD bringt drei E-Nutzfahrzeuge auf den spanischen Markt. Und zwar sind das die, die in dem Bild sehen könnt, also ein Lastwagen, der 7,5 Tonnen hat, dann ein Transporter, der so in Richtung, ja, VW-Bus geht, und dann so ein Spezialfahrzeug, was hauptsächlich für Flughafen gedacht ist. Das Interessante ist, Spanien ist sozusagen der Anfang, um im europäischen Markt aktiv zu werden, und gerade der Bereich Nutzfahrzeuge ist ja, was die Elektrifizierung angeht, noch sehr dünn besetzt. Insofern freue ich mich darüber, dass wir sowohl hier einen 7,5 Tonner haben, als auch einen Lieferwagen, der dann rein elektrisch fahren kann. Ich hatte gestern durch Zufall mit ENBW telefoniert, dann aber leider vergessen, das in die News reinzupacken. Insofern war Elektrif.net hier so freundlich und hat die neuen Tarife von ENBW bekannt gegeben. Es sieht so aus, oder es ist so, das wussten wir ja vorher auch, dass diese Einstiegspreise, Lock-Angebote, wie man sie auch nennen will, von 1 Euro pro Ladevorgang AC und 2 Euro DC, dass die nicht lange halten, war, denke ich mal, jedem klar. Jetzt sind die neuen Preise draußen, und zwar gibt es einen Standard- und einen Vielladertarif. Bei dem Standardtarif wären 39 Cent für den Wechselstrom und 49 Cent für DC pro Kilowattstunde fällig. Beim Vielladertarif gibt es eine monatliche Grundgebühr von 5 Euro und einen Nachlass von 10 Cent pro Kilowattstunde auf den jeweiligen Bereich. Wenn ich das jetzt richtig überflogen habe, dann lohnt sich das bezüglich des Vielladertarifs, wenn man 50 Kilowattstunden pro Monat lädt. Also müsst ihr einfach gucken, ob das passt. Insgesamt ist, muss man hier allerdings immer noch sagen, der Tarif von Maingau Energie nach den neuen Konditionen von ENBW günstiger, wenn man da die entsprechende vorgegebene Ladezeit von maximal 2 Stunden AC und 1 Stunde DC nicht überschreitet. Also insofern ist das jetzt nicht so der Bombentarif hier von ENBW, aber auch kein Wucher. Und je nachdem, mit welchem Auto man unterwegs ist, also sprich, wie man jetzt zum Beispiel AC laden kann, kann dieser Tarif durchaus interessant sein. Einige, die sehr viel über die öffentliche Ladeinfrastruktur laden, denen ist EWE ein Begriff, denn diese haben eine Flatrate für öffentliche Ladestationen bundesweit angeboten. Jetzt ist es so, dass es diese Flatrate für 35 Euro nicht mehr gibt oder eben halt nur in einem sehr eingeschränkten Bereich. Das zeigt, dass sich hier auf dem ja immer stärker umkämpften Markt der Ladesäulenbetreiber die Preise doch mehr in Richtung, ich sag mal, nutzerbezogene Preise entwickeln. Denn gerade diejenigen, die eine Flatrate gebucht haben, werden wahrscheinlich überproportional viele
Ladungen vornehmen und dementsprechend rechnet sich das nicht. Also das heißt, Flatrates, Einstiegsangebote sind immer dafür da, um Kunden an sich zu binden, also sozusagen Marketingausgaben, aber keine realistischen Preise. Insofern denke ich mal, dass wenn wir das jetzt insgesamt sehen, aktuell Maingau Energie hier den besten Tarif bietet, wenn man eben halt innerhalb dieser Zeit bleibt. Aber da warten wir einfach mal auf Immobilie, die hier auch über die EWE-Konditionen berichtet haben. Denn wenn ich es richtig verstanden habe, dann werden die einmal im Monat einen entsprechenden Kompass rausbringen, sodass man da sieht, was die günstigsten Tarife sind. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Björn Nyland hatte in letzter Zeit ein paar Mal ins Lenkrad gebissen oder hier Facepalm gemacht, also die Hand vor den Kopf geschlagen, denn er hat den Audi e-tron getestet und wollte natürlich gerne seine Videos veröffentlichen. Das war nicht möglich, weil er einen Maulkorb bekommen hat. Der wurde dann gelockert in einem gewissen Umfang, sodass er jetzt alle Videos auf einmal veröffentlicht hat zum Thema e-tron. Hier bei Inside EVs gibt es mal einen ganz guten Überblick über die Ergebnisse und die verschiedenen Videos. Die sind natürlich in Englisch. Wenn ihr deutsche Videos zum e-tron ausführliche sehen wollt, dann müsst ihr noch ein bisschen warten. Ich bin auch gerade dabei, eine Probefahrt zu organisieren. Denn mir ist es natürlich wichtig, wenn ich ein Auto teste, dass ich entsprechend die Zeit habe, um das wirklich ausgiebig zu testen. Deswegen war ich zum Beispiel nicht irgendwie in München. Das ist für mich natürlich ein Riesenaufwand, wenn man sich überlegt, ich fahre da irgendwie 9 oder 10 Stunden nach München runter, setze mich dann für eine halbe Stunde in den e-tron, fahre einmal im Kreis und vielleicht auch ein bisschen über so einen künstlichen Parcours und fahre dann wieder die gleiche Zeit zurück. Das steht in keinem Verhältnis. Insofern teste ich die Autos immer sehr gründlich. Und dann vorzugsweise in der Nähe bzw. über einen längeren Zeitraum. Also insofern, das Video vom e-tron kommt noch sehr wahrscheinlich. Wann genau, weiß ich nicht. Ich bin da gerade in den Diskussionen mit der Verteilstelle für die Probefahrzeuge. Ganz interessant auch die Information aus Amerika, dass Tesla Toyota immer mehr Prius-Käufer abspenstig macht. Und zwar ist es wohl so, dass 9%, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja genau, 9% der Prius-Fahrer zum Model 3 gewechselt sind. Für mich ehrlich gesagt keine Überraschung. Die Prius-Fahrer sind sowieso schon sehr daran interessiert, wenig Emissionen zu emittieren. Der Prius ist ähnlich groß wie das Model 3. Insofern war der Sprung hier nicht weit. Und das merkt Toyota natürlich. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht überdenken sie ihre Strategie mit den Hybriden nochmal und orientieren sich doch in Richtung Elektromobilität. Man muss es sehen. Vorhin hatten wir ja schon einen Van gesehen oder einen Transporter, der elektrifiziert wird. Jetzt im Rahmen der Vorstellung der neuen V-Klasse in Genf hat Mercedes auch bekannt gegeben, dass sie allerdings erst 2022 eine voll elektrische Version dieses Vans auf den Markt bringen werden. Das ist insofern für alle interessant, die mehr Sitzplätze, mehr Platz insgesamt brauchen. Und ich freue mich richtig, dass jetzt in den nächsten Jahren das Angebot an Elektroautos immer vielfältiger wird und immer weniger Kompromisse, was jetzt die Bauform angeht, von den Einzelnen gemacht werden muss. Hier sind wir auf dem richtigen Weg und unter anderem Mercedes plant ja auch bis 2022 10 verschiedene Elektroautos auf den Markt zu bringen. Insofern werden wir dieses Jahr da auch noch einiges von Mercedes sehen. Wo wir gerade sehr viel Aktion sehen, ist bei VW. Die geben jetzt nämlich zum Beispiel in Elektroauto-Baukasten auch für Wettbewerber frei. Es ist natürlich viel zu spät, aber das wäre zum Beispiel etwas für so eine Motors gewesen. Hier hätten sie ein komplettes Fahrzeug sozusagen bekommen und dann nur obenrum, also nur in Anführungsstrichen, die Karosserie bauen müssen. Jetzt sind sie einen anderen Weg gegangen, weil es damals noch nicht möglich war. Es zeigt aber, in welche Richtung VW hier geht. Sie investieren massiv in die Elektromobilität. Sie suchen sich neue Wege, wie sie die Investitionen wieder refinanzieren können, indem sie hier ihre Plattform anderen zur Verfügung stellen. Denn beim Elektroauto ist das offensichtlich viel einfacher als bei Autos mit Verbrennungsmotoren.
Denn hier ist ja das Know-how nicht mehr im Motor, in der Motorenentwicklung, sondern man kann das im Prinzip als Komplettpaket vertreiben und ja, im Prinzip so wie so eine Reseller-Lizenz hier vergeben. Also sprich, der neue Autohersteller, wie zum Beispiel Ford, die ja auch in dem Bereich genannt werden, dass sie den MEB-Baukasten übernehmen, der muss dann in Anführungsstrichen nur eine neue Karosserie obendrauf setzen und gut ist. Also wirklich spannend, dass hier das jetzt für die Wettbewerber freigegeben wird. Ich denke, das ist auch nochmal ein sehr großer Motor für die Elektromobilität. Ja, vielleicht wunderst du dich, warum ich hier die Seite mit den Model 3 Bestellungen dir zeige. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie noch etwas zu spät rumzujammern oder zu betteln, dass ich unbedingt noch irgendwelche Empfehlungen bekommen möchte. Erstmal vielen Dank für alle, die über meinen Empfehlungslink ihr Model 3 gekauft haben. Ich bin wirklich begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viele sind. Ich habe jetzt nämlich tatsächlich 40% zum Roadster zusammen. Das ist auch sehr gut, dass ich nicht 100% zusammenbekommen habe. Warum? Mir reichen die 40%. Ich nehme einfach den unteren Bereich und baue mir dann darauf auf die 200 Kilowattstunden das passende Auto, denn ihr wisst es, ich würde diesen Roadster nie fahren können, weil er einfach viel zu klein für mich ist oder andersrum, ich mit meinen 2,6 Meter zu groß bin. Also insofern 40% sind top. Ich habe auch schon einige Interessenten, die gerne einen Roadster oder den Roadster von mir dann sozusagen kaufen würden. Das besprechen wir später, wenn er dann rauskommt und alles klar ist. Aber heute geht es um das Model 3. Denn ich möchte dich, wenn du das Model 3 gekauft hast, fragen, ob du Interesse hast, mit mir ein Video zum Thema Model 3 zu machen. Wir machen ein schönes Probefahrt-Video. Ich habe so zwei, drei Sachen im Kopf, die ich gerne testen und zeigen möchte, die bisher noch nicht so häufig getestet und gezeigt worden sind. Dementsprechend würden wir dann mit deinem Model 3 hier im Raum Hamburg-Schleswig-Holstein vorzugsweise ein paar Tests machen. Und ich frage dich aus dem Grund ganz einfach. Im Moment ist es so, dass das Tesla Model 3 nur für eine halbe Stunde ausgeliehen wird bei Tesla zur Probefahrt und eine halbe Stunde reicht für den Test nicht aus. Und ich finde es auch spannend, einfach mal meine Zuschauer kennenzulernen, sie vielleicht in dem Video auch kurz vorzustellen, das Auto vorzustellen. Und wenn du Interesse hast, dann melde dich doch einfach unter dem Video in der Beschreibungsbox, findest du meine E-Mail-Adresse, schreib mir und dann drehen wir zusammen da ein nettes Video über dein Model 3 und machen die Tests, die mir vorschweben. Ja, soweit zu den heutigen News. Wie gesagt, sie sind kurz. Ich bin auf den Sprung. Heute geht es zu einem ganz besonderen Tesla Model S. Und insofern freue ich mich, dass du bei dem kurzen Video heute mit dabei warst. Wenn du Fragen hast, Anmerkungen oder auch Korrekturen, schreib sie gerne unter das Video. Ich kommentiere sie gerne. Ich antworte gerne. Ich beantworte deine Fragen gerne. Und wenn du den Kanal unterstützen willst, geht das ganz einfach. Werd mein Abonnent. Klick hier auf das Elektroauto und Point of Interest. Und wichtig, stell die Benachrichtigung ein. So kriegst du die Informationen, wenn ich neue Videos hochgeladen habe. Ich freue mich drauf, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, dein Dirk Henningsen.